Karun ist jemand, der im Koran erwähnt wird. Und er ist ein Verwandter von Musa alaihi salam. Er ist der Sohn seines Onkels väterlicherseits, also sein Cousin. Allah subhanahu wa ta'ala gab diesem Karun ein unglaubliches Vermögen. Und Musa alaihi salam erinnerte diesen Karun an Allah subhanahu wa ta'ala. Und es ist kein Verbrechen, dass man Geld hat. Es ist kein Verbrechen, im Gegenteil. Man kann mit diesem Geld viele gute Sachen bewerkstelligen. Das Problem besteht erst dann, wenn man diese Gnade zum Ungehorsam Allah subhanahu wa ta'ala nutzt. Und das gilt nicht nur für das Geld, das gilt für alles. Für jede Gnade, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Gleichgültig, bis deine Gesundheit ist, dein Augenlicht, deine Hände, deine Füße. Benutzt du sie im Gehorsam Allahs oder benutzt du sie im Ungehorsam? Genauso dein Geld. Wenn du es im Gehorsam Allahs benutzt, dann Alhamdulillah, sei dankbar, dass Allah dich dazu geleitet hat, dass du es so nutzen darfst. Aber wenn dieses Geld ein Grund dafür ist, dass die Arroganz in deinem Herzen wächst, du dich überlegen fühlst gegenüber den anderen Gläubigen, du denkst, du wärst was Besseres wegen diesem Geld und dieses Geld im Ungehorsam Allahs ausgegeben wird, dann wisse, dass dieses Geld schlecht für dich ist. Das heißt, das Geld an sich ist nicht das Problem, sondern es kommt darauf an, wie du diese Gnade nutzt. Und derjenige, der sie im Gehorsam Allahs nutzt, so sagt Allah über ihn, wenn ihr dankbar seid, so werde ich euch mehr geben. Allah erwähnt subhanahu wa ta'ala in der Sura 28, Vers 76, erzählt er die Geschichte Karuns und er sagt, Inna Qarun kana min qawmi Musa fabagha alayhim. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Gewiss, Karun gehörte zum Volk Musas, doch unterdrückte er sie. Und wir gaben ihm solche Schätze, dass deren Schlüssel wahrlich eine schwere Last für eine ganze Schar kräftiger Männer gewesen wären, als sein Volk zu ihm sagte, sei nicht übermütig froh, denn Allah liebt nicht diejenigen Unterdrücker, die zu übermütig froh sind. Und wir finden im Tafsir von Al-Baghawi, der von Ibn Ishaq überliefert, dass es keinen unter den Kindern Israels gab, der belesener war in Bezug auf die Taura als Karun. Aber Karun wurde zu einem Heuchler, wie As-Samiri. So wird im Koran erwähnt, فَبَغَى عَلَيْهِمْ, so unterdrückte er sie. Hier sagt Qatada, بَغَى عَلَيْهِمْ, damit ist gemeint, also er unterdrückte sie wegen dem vielen Besitz, den er hatte. Und in Bezug auf die Anzahl der Leute, die diese Schlüssel trugen, so heißt es, dass deren Schlüssel wahrlich eine schwere Last für eine ganze Schar kräftiger Männer gewesen wären. Und diese Schar, die hier erwähnt wird, ist, wie Qatada sagte, ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْعُصْبَةَ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ, dass Al-Usba zwischen 10 und 40 sind. Das heißt, eine Gruppe von 10 bis 40 Männer und andere sagten, dass es eine Gruppe ist von 3 bis 10. Also auf jeden Fall, yani, wenn wir davon ausgehen, dass es 10 Leute waren, so mussten die Schlüssel von 10 Männern getragen werden. Kräftige Männer. Muss man sich einmal vorstellen, was für ein gewaltiger Schatz dahinter steckt, wenn selbst die Schlüssel so gewaltig sind. So heißt es weiter, sondern trachte mit dem, was Allah dir gegeben hat, nach der jenseitigen Wohnstätte. Vergiss aber auch nicht deinen Anteil am Diesseits und tu Gutes, so wie Allah dir Gutes getan hat, und trachte nicht nach dem Unheil auf der Erde, denn Allah liebt nicht die Unheilstifter. Was war die Antwort von Karun? قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من
قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Was war die Antwort von Karun? Er sagte, es ist mir nur gegeben worden aufgrund von Wissen, das ich besitze. In anderen Worten, Allah subhanahu wa ta'ala liebt mich und deswegen habe ich diesen Besitz bekommen. Und so heißt es im Tafsir, لَوْلَا رِضَ اللَّهِ عَنِّي وَمَعَرِفَتُهُ بِفَضْلِي مَا أَعْطَانِي هَذَا. Wäre Allahs Zufriedenheit nicht mit mir und seine Kenntnis über meinen Vorzug, so würde er mir das nicht geben. Schaut, eins zu eins, wie viele Reiche von heute. Sie glauben, dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn gegeben hat, liebt er sie. Und das ist eines der Wege, wie Allah subhanahu wa ta'ala seinen Diener täuscht. Istidraj nennt man das. Allah täuscht ihn. Er gibt ihm diesen Besitz und er denkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden mit ihm ist. Wie kommt er darauf? Ja, wenn Allah mit mir nicht zufrieden wäre, dann hätte er mir doch nicht all das gegeben. Und dann hätte er mir doch keinen Erfolg gegeben in meiner Arbeit oder sonst wo. Und so muss Allah subhanahu wa ta'ala mich lieben, denn ansonsten wäre ich nicht so reich, wie ich es jetzt bin. Und das ist eines der Wege, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen langsam aber sicher weiter abirren lässt. Denn es kann sogar so weit gehen, dass Allah dir diese Sachen gibt, damit du immer weiter vom Weg abkommst. Und das ist etwas, was wir heute sehr stark wahrnehmen. Du siehst Leute, die haben nichts mit dem Islam zu tun und die sind vielleicht nur vom Namen Muslime, aber sie haben extrem viel Geld, sie haben teure Autos, teure Häuser und dann siehst du, wie sie sagen Alhamdulillah und dann bringen sie Sprüche oder erwähnen irgendwelche Sachen, als hätten sie irgendwas mit dem Islam zu tun. Und aber in Wirklichkeit sind diese Leute am weitesten entfernt vom Islam. Aber sie denken, weil sie all das haben, muss Allah subhanahu wa ta'ala sie ja lieben. Und das ist eins zu eins das, was Karun dachte. Karun hatte so viel und er dachte, es kann ja nicht anders sein, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala mich liebt. Denn wenn er mich nicht lieben würde, dann hätte ich all das nicht. Und exakt so heißt es auch im Tafsir. Lasst euch eins sagen, es gibt keine Verbindung zwischen dem Reichtum und dass Allah ihn liebt. Überhaupt nicht. Es kann sein, dass das der größte Shaitan ist und er Multimilliardär ist. Und es kann sein, dass er Multimilliardär ist und ein rechtschaffener Diener Allahs. Und es kann sein, dass er arm ist und ein Shaitan ist. Und es kann sein, dass er arm ist und einer der Nahestehenden Allahs. Es hat also überhaupt nichts zu bedeuten, wie viel Geld man besitzt. Die Zufriedenheit Allahs hat also nichts mit deinem Besitz zu tun. Nach dem Motto, wenn ich reich bin, dann ist Allah mit mir zufrieden und wenn ich arm bin, dann ist Allah nicht mit mir zufrieden. Im Gegenteil, die besten Leute waren arme Leute. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte manchmal kein Essen. Der ist der beste aller Menschen. Alayhi salatu wassalam. Ich meine, schaut euch heute die reichsten Menschen an. Das sind die Feinde Allahs, Satane, yani das sind Satans Anbeter. Die größten Feinde Allah subhanahu wa ta'ala. Heißt das, Allah liebt sie, weil sie viel Geld haben? Nein, definitiv nicht. Das gilt genauso für Muslime oder für Leute, die sich dem Islam zuschreiben und viel Geld haben. Es muss nicht heißen, dass Allah zufrieden mit dir ist. Genauso muss es nicht heißen, dass Allah unzufrieden mit dir ist. Es kommt auf dich selbst an. Und diese Sache misst du nicht anhand deines Besitzes. Und so heißt es, als Antwort auf Karun, wusste er denn nicht, dass Allah bereits vor ihm solche Geschlechter vernichtet hatte, die eine stärkere Kraft als er besaßen und eine größere Ansammlung an Helfern hatten und die Übeltäter werden nicht nach ihren Sünden befragt. In den anderen Worten, vor dir gab es Leute, die waren stärker. Sie hatten mehr Besitz, sie hatten mehr Kinder, sie hatten mehr Macht und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala an ihn ein Exempel statuiert. Diese Leute wurden vernichtet von Allah subhanahu wa ta'ala. Denkst du denn nicht nach, ja Karun? Pharaon, schau dir Pharaon an. Er hatte mehr Macht. Und schau, was aus ihm geworden ist. Pharaon hatte Macht, Besitz, Herrschaft. Und schau, was Allah mit ihm gemacht hat. Eines Tages trat Karun zu seinem Volk heraus. Und er machte eine Show daraus. Mit seinen Bediensteten, seinen Wachen, seinem Besitz, mit seinem Schmuck. Und er machte eine Art Parade daraus. Und so heißt es im Koran. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Und so trat er zu seinem Volk in seinem Schmuck heraus. Diejenigen, die das diesseitige Leben begehrten, sagten. Die Leute haben zugesehen,
bei dieser Parade. Und da waren Leute dabei, ja, die eine schwache Nafs haben und die Dunya lieben. Und sie sagten, oh, hätten doch auch wir das Gleiche wie das, was Qarun gegeben worden ist. Er hat wahrlich gewaltiges Glück. Und diese Aussage von diesen Leuten ist eins zu eins das, was wir heute hören. Wenn die Leute sehen im Internet oder auf gewissen Profilen, sehen sie, was für Gnaden einer bekommen hat, die er dann öffentlich postet. Und man diese Sachen sieht und sagt, oh, was für ein Glück dieser Mensch hat. Hätte ich doch das bekommen, was er bekommen hat. Und so beneiden sie diese Leute. Genau wie es damals der Fall war, ist es heute der Fall. Und sie sagen, hätte ich doch das, was er bekommen hat, hätte ich doch das Haus, was er hat, hätte ich doch das Auto, das er hat. Und insbesondere in unserer Zeit, wo alles zur Schau gestellt wird. Alles, was man hat, muss man veröffentlichen. Jeder muss sehen, was ich habe. Du hast jetzt was Neues gekauft. Jeder muss sehen, dass ich diese neue Sache gekauft habe. Andernfalls kannst du gar nicht mehr leben. Diese Sache muss veröffentlicht werden. Jeder muss wissen, dass ich mir diese neue Sache gekauft habe. Wenn ich mir ein neues Auto gekauft habe, jeder muss wissen, dass ich ein neues Auto habe. Es ist ein Konkurrenzkampf. Man zeigt, was man hat und beneidet den anderen. Und diese Sache war auch dort vorhanden. Und diese Leute, die sehen Qarun in dieser Parade. Die sehen sich das an und denken sich, hätten wir doch das, was er hat. Hat gewaltiges Glück, dieser Mann. Genau wie heute 1:1. Und die Krankheit hierfür oder die Lösung hierfür ist, dass du wissen solltest, dass dich nichts verfehlen wird von den Sachen, die du bekommen sollst. Glaub mir, du wirst alles kriegen, was vorherbestimmt ist für dich. Und du wirst keinen Cent mehr kriegen und auch keinen Cent weniger. So schickte Allah subhanahu wa ta'ala die Engel, als du noch im Bauch deiner Mutter warst, wie es in der Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud heißt, وَيُؤْمَرْ بِأَرْبَعْ كَلِمَاتِ. Und er wird mit 4 Sachen beauftragt. Eine Sache davon ist بِكَتْبِ رِسْقِهِ. Und er wird beauftragt, seine Versorgung niederzuschreiben. Dieser Qadar ist der Lebensqadar. Der wird einmal niedergeschrieben. Und das ist ein Qadar. Und noch davor, im Lauh al-Mahfuz, 50.000 Jahre bevor die Himmel und die Erde erschaffen wurden, wurde es bereits niedergeschrieben. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. Die Stifte wurden gehoben und die Blätter sind getrocknet. In dieser wohlbewahrten Tafel, in der Lauh al-Mahfuz, wird sich nichts mehr ändern. Das, was da drin steht, was du an Versorgung bekommen sollst, wirst du bekommen und keinen Cent darüber und keinen Cent darunter. Merk dir das. Das ist eine Sache. Die zweite Sache, wenn du merkst, dass dieses Gefühl aufkommt, und dieses Gefühl kommt insbesondere dann auf, wenn man sich anfängt, für das Leben anderer zu interessieren. Deswegen heißt es in der Überlieferung, min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'nih. Zum schönen Islam des Menschen gehört es, dass er das unterlässt, was ihm nichts angeht. Wenn einer postet, dass er ein neues Auto gekauft hat, interessier dich nicht dafür. Diese Sachen führen doch erst dazu, dass dieser Neid wächst. Oder dass man überhaupt erst neidisch wird. Denn wenn du gar nicht weißt, dass er dieses neue Auto hat oder du dich gar nicht dafür interessierst, inwiefern sollst du ihn beneiden? Okay, wenn aber dieses Gefühl auftritt, jetzt sagst du aber, dieses Gefühl tritt bei mir auf, ich sehe das und dieses Gefühl kommt. In diesem Fall musst du dagegen ankämpfen. Lass nicht zu, dass der Neid die Oberhand bekommt. Sondern du kannst sogar Sachen tun, die diese Krankheit vernichten. Wie zum Beispiel, dass du sogar Dua machst für die Person, die du beneidest. Du merkst, okay, jetzt kommt dieses Gefühl auf bei dieser Person. Mach Dua für diese Person hinter seinem Rücken. Ja Allah, gib der Person noch mehr. Und mit dieser Sache zerstörst du das, was sich in dir entwickeln will. Und das ist eine sehr wichtige Lehre, die wir hieraus ziehen sollten. Behaltet im Kopf, diese Leute sagen, hätten wir doch das Gleiche, was Qarun gegeben worden ist. Er hat wahrlich gewaltiges Glück. Aber sie wissen nicht, was gleich passieren wird. Aber es gab noch rechtschaffene Leute. Und so erwähnt Allah im Koran. Aber diejenigen, denen das Wissen gegeben worden war, sagten, wehe euch. Allahs Belohnung ist besser für jemanden, der glaubt und rechtschaffen handelt, aber es wird nur den Standhaften dargeboten. Denn da gab es noch Leute, denen Khair steckte und die darauf aufmerksam machten, dass Allahs Lohn besser ist, das Jenseits ist besser als das, was ihr seht. Diese Dunya hat bei Allah nicht einmal den Wert wie der Flügel einer Mücke. Der Flügel einer Mücke. Wie viel würdest du für den Flügel einer Mücke zahlen? Kein Cent. Und die Dunya ist nicht einmal so viel wert wie der Flügel einer Mücke bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das wird noch deutlicher in einer anderen Überlieferung, wo der Mann, der das schlimmste und das elendste Leben geführt hat in diesseits, er wird für einen einzigen Augenblick ins Paradies getan. Und so wird er gefragt, hast du je etwas Schlechtes gesehen? Und er wird sagen, nein. Er wird
all das Elend, das er im Diesseits erlebt hat, vergessen. Mit nur einem Augenblick im Paradies. Das verdeutlicht uns den wahren Wert dieser Dunya. Nichts ist diese Dunya wert. Überhaupt nichts. Während er diese Show hingelegt hat, dabei war, sich zu präsentieren und zu prahlen mit dem, was er hatte, ließ Allah subhanahu wa ta'ala die Erde ihn und seine Leute verschlingen. In einem einzigen Augenblick, Qarun, seine Leute und seinen ganzen Besitz, all das versank in die tiefste Erde, und so wird erwähnt, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا Da ließen wir mit ihm und mit seiner Wohnstätte die Erde versinken, und da hatte er weder eine Schar, die ihm vor Allah half, noch konnte er sich selbst helfen. Und diejenigen, die sich am Tag zuvor an seiner Stelle zu sein gewünscht hatten, begannen zu sagen, Ah, sieh, Allah gewährt die Versorgung großzügig, wem von seinen Dienern er will, und bemisst auch. Wenn Allah uns nicht eine Wohltat erwiesen hätte, hätte er uns wahrlich auch versinken lassen. Aber siehe, den Ungläubigen wird es nicht wohlergehen. Also diejenigen, die noch zuvor gewünscht haben, an der Stelle Qaruns zu sein, wegen dem, was er an Besitz hatte, sagen plötzlich, Allah gewährt die Versorgung großzügig, wem von seinen Dienern er will. Nachdem sie gesehen haben, was Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem arroganten Menschen gemacht hat. Und so sagt Allah abschließend, in Bezug auf diese Geschichte, Das ist die jenseitige Wohnstätte. Wir bestimmen sie für diejenigen, die weder Überheblichkeit auf der Erde noch Unheil begehren. Und das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Merkt ihr das? Das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Denjenigen, die Allah fürchten, sich vor Allah vorsehen. Subhanahu wa ta'ala. Diese Leute werden am Ende die Gewinner sein. Selbst wenn sie ein schweres Leben gehabt haben im Diesseits. Diese Leute sind die Gewinner am Ende. Das Ende gehört den Gottesfürchtigen. Hiernach starb Harun a.s., der Bruder von Musa, und der auch ein Prophet war. Harun starb 2 Jahre vor Musa a.s. Dann, 2 Jahre nach dem Tod von Harun, sollte dann Musa sterben. Eines Tages bemerkte Musa, dass ein Mann in seinem Haus ist. So verpasste Musa ihm einen Schlag auf sein Gesicht. Warum? Weil er ohne die Erlaubnis reingekommen ist. Und er kennt ihn auch nicht. So ist der Todesengel zurück zu Allah gegangen und hat zu ihm gesagt, Arsaltani ila abdin la yuridul maut. Du hast mich zu einem Diener geschickt, der den Tod nicht will. Und das hat der Todesengel wahrscheinlich gesagt, weil er dachte, dass Musa ihn geschlagen hat, weil er nicht sterben will. Aber Musa hat ihn nicht deswegen geschlagen, sondern Musa schlug ihn, weil ein fremder Mann in seinem Haus ist, ohne Erlaubnis. So heißt es in der Überlieferung, faraddallahu alayhi aynahu. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala sein Auge zurückgesetzt, ja, in die Stelle, wo es vorher war. Denn Musa, als er ihn den Schlag verpasste, fiel das Auge heraus vom Todesengel. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, kehre zurück. Er soll seine Hand auf einen Stier legen. Und jedes Haar, das er greifen kann mit seiner Hand, bekommt er 1 Jahr. Wie viele Haare würde er greifen können mit seiner Hand? Viele. Und für jedes Haar, das er greifen konnte, hätte er 1 Jahr bekommen. 1 Jahr zusätzliches Leben. Dann ging der Todesengel zurück und erzählte es Musa. Und so wusste Musa, dass es der Todesengel ist. Dann sagte Musa, Ey Rab, thumma mada? Yani, was ist danach? Yani, nachdem ich diese Jahre zusätzlich bekomme, was passiert danach? Da sagte Allah subhanahu wa ta'ala, thumma al-maut. Dann kommt der Tod. Und dann sagte Musa, fal'an. Dann will ich jetzt sterben. Wenn ich am Ende sowieso sterbe, dann lass mich jetzt sterben.
Und das ist eine Besonderheit, die die Propheten hatten. Bevor die Propheten gestorben sind, kam der Todesengel zu ihnen und gab ihnen die Wahl, ob sie noch länger leben wollen oder sofort sterben wollen. Und in diesem Fall ist das auch so gewesen bei Musa alaihi salam. Und so entschied er sich für den direkten Tod. Er wollte nicht noch länger leben, wenn er am Ende sowieso sterben würde. Aber er hatte noch eine letzte Bitte an Allah subhanahu wa ta'ala. Er bat ihn, dass er ihn an yudniyahu min al-ard al-muqaddasa ramyatan bihajar. Er wollte, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nah an die geheiligte Erde bringt, also Baitul Maqdis, einen Steinwurf. Und mit Steinwurf ist gemeint, dass wenn einer einen Stein werfen würde von diesem Ort, der Ort des Grabes ist von Musa alayhi salam, so würde es Baitul Maqdis erreichen. Also in anderen Worten, das nah am Baitul Maqdis ist. Denn der Wunsch von Musa war, Baitul Maqdis einzunehmen, wie wir am Anfang der Geschichte erwähnt haben. Aber durch die feigen Leute und undankbaren Leute, die er hatte, konnte er dieses geheiligte Land nicht einnehmen. So hat Allah vorherbestimmt, dass jemand anderes diese Erde einnehmen sollte, nämlich sein Nachfolger Yusha bin Nun.